ein fettes Hallihallo. Grüße auf die andere Seite der Bildschirme und Flatscreens. Hallo ihr da draußen. Diese Sendung heißt Natur um die Ecke mit mir. Ich bin Mir, der Meister der irdischen Regenerativen. Dies ist die erste Sendung aus einer Reihe, in der ich dem naturbegeisterten Mitmenschen Zugang zu Wissen über Pflanzen, Tees, Kräuter und andere kleine Sachen bieten möchte. Mein Thema heute war eigentlich die Paarung von Walen. Leider fehlten uns dazu die geeigneten Anschauungsobjekte, deswegen jetzt was ganz Neues. Habt ihr es mitgekriegt? Wenn man jetzt so um die Zeit zwischen März und April durch die Wälder streift und die guten alten Weihnachtsbäume wieder zurück in den Wald bringt, kann man es riechen. Bärlauch. Immer und überall wie ein riesengroßes Lager voller Vampirabwehr. Uah. Bärlauch, lateinisch Allium ursinum, ist verwandt mit Knoblauch und Zwiebeln, riecht und wirkt deswegen auch so. Allium bedeutet nämlich Lauch. Bärlauch kommt in ganz Europa in schattigen Auewäldern vor. Leider gibt es davon nur noch sehr, sehr wenige. Und Leipzig bildet eine grüne Oase. Er bildet in der freien Natur, wenn er einmal Fuß gefasst hat, große, sehr große Gruppen. Bärlauch zählt ja zu den gefährdeten Pflanzenarten. Deswegen, wenn er Bärlauch aus der Natur mitnimmt und entfernt, nimmt nur kleine Mengen mit. Kleiner Tipp von Onkel Mir, dem Meister der irdischen Regenerativen. Die Laubblätter erscheinen zuerst, sind bis 30 cm lang, am Grunde gestielt und eilanzettförmig. Die Blüten sind weiß, erscheinen im Mai und bilden eine Dolde. Ende Mai hat die Pflanze ihren Jahreszyklus beendet und stirbt ab. Die Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von 20 bis 50 cm und pflanzt sich durch Samen fort. Aus ihnen bilden sich Zwiebeln, die sehr, sehr große Kolonien in der freien Umgebung bilden. So Leute, warum wird dieses Zeug denn von mir so als Sammelwert erachtet? Weil man daraus ein wunderbares Pesto machen kann. Ganz einfach. Was man für viel Geld in Reformhäusern kaufen kann. Und da hat man natürlich gleich was für Tante Anna zum Geburtstag. Genutzt werden nun die Blätter, die man auf jeden Fall vor der Blüte der Pflanze ernten sollte. Sonst wird's bitter. Bärlauch wirkt antibakteriell im Magen, hilft Blut und Körper zu reinigen und im Körper giftige Stoffe auszuscheiden. 50 Gramm von frischen Bärlauchblättern decken den Vitamin C-Bedarf, den täglich ein Erwachsener braucht. Oh, 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 oh. Also liebe Leute, ganz wichtig sind zwei Sachen zu beachten beim Sammeln. Erstens, die Blätter immer vor Gebrauch abwaschen, sonst habt ihr möglicherweise den Fuchsbandwurm dran. Der ist nicht schön, der nistet sich im Hirn ein. Und zweitens, ganz wichtig, beim Sammeln von Bärlauch, den Bärlauch nicht mit dem giftigen Maiglöckchen verwechseln. Es hat eine ähnliche Blattform, aber kleine weiße glockenförmige Blüten. Und es ist giftig. Grandioserweise am Ende noch ein Pesto-Rezept zum Mitmeißeln. Man nehme 60 Gramm Parmesankäse, 80 Gramm Pinienkerne, 220 Gramm Bärlauchblätter frisch gepflückt und 500 Milliliter Sonnenblumenöl, etwas Salz und etwas Pfeffer. Zuerst werden die Pinienkerne angeröstet, fein gemahlen und mit Parmesan gemischt. Danach den Bärlauch klein häckseln, mit Öl, Salz und Pfeffer vermengen und das Ganze zusammenfügen, kühlen lagern und lecker schmecken lassen, Leute. Guten Hunger! Und Leute des guten Geschmacks, immer dran denken, dreimal täglich Zähne putzen. Entschuldigung. Sehr schön!